Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Rags to Riches, Folge 21. Wir starten hier in, ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, sind wir auf Factory. Mein Plan ist es, für die Jägerquest noch zwei PMCs unter 25 Meter zu killen, damit wir diese Quest abschließen können. Ja, ich habe das Gefühl, das wird wieder ein bisschen langwierig. Ich versuche es ein paar Runden und wenn es dann halt nicht klappt, dann werden wir auf irgendwas anderes umschwenken. Aber erstmal probieren wir das. Vielleicht klappt es ja auf Anhieb. Wir werden sehen. Hier ist noch einiges los. Ich bin mir gar nicht sicher, wo ich jetzt am besten hingehe. Okay, ich habe keine Ahnung, ob der jetzt auf mich war, weil es hat sich so komisch angehört. Ja, ich glaube, wir gehen jetzt erstmal zu den Büroräumen. Da war gerade ordentlich was los. Ich sehe da oben nichts. Hier sehe ich gerade auch nichts. Ja, es ist so, dort hinten in der Ecke, da ist gerade ordentlich Geballer. Ich gehe jetzt erstmal hier nach oben. Also hier höre ich gerade gar nichts. Hier müsste es clean sein. Hier rechts ist irgendwas. Rechts unten auf jeden Fall. Da waren gerade ein paar Steps. Warte. Ich würde doch gerade sagen, da hockt doch einer. Shit. Okay, er muss Gott sei Dank auch nachladen. Also mein Ziel ist es, den nur zu killen. Ich muss nicht überleben. Ich brauche nur den Kill. Wo ist er denn hin? Ist abgehauen? Nee. Ah, ich habe gefailt. So, ein paar Runden können wir auf jeden Fall noch machen. So zwei, drei. Und dann müsste ich was anderes machen. Rechts neben mir sind zwei Spieler. Kommen die jetzt hierher? Okay, von außen kommt was. Alter, kommt der mit einem scheiß Takeda-Helm um die Ecke. Läuft bei ihm. Okay. Runde 3. Vielleicht wird es diesmal ein bisschen besser. Links von mir ist was. Da ist keiner. Das war außerhalb. Tja, schade, kommt er doch nicht hierher. Ob jemand hier unten ist. Nee, da ist auch noch nichts. Gehen wir mal gucken. Hä? Die haben doch gerade
Wo war das denn jetzt? Tja. Oder die sind beide abgehauen. Hatten keinen Bock mehr. Ah, schön, da rennt die Türe raus. Da ist die Tür jetzt auch weg. Ich häng fest. Hallo? Tarkov? Ich hänge hier gerade in der Ecke fest. Warum hänge ich denn? Ach so. Ich dachte schon, Tarkov hätte einen neuen Bug, aber nevermind, das war ich selber. Das ist ein Skill. Okay, der geht hoch. Oder? Geht Richtung Exit. Ach, das ist ein Scav. Ich habe gedacht, das wäre ein Spieler. Nee, Scavs wollen wir ja eigentlich jetzt nicht, ne? Warte, da kommt was. Was hinter mir? Ich sehe beziehungsweise schräg hinter mir. Okay, das ist ein Scav, den schieße ich jetzt mal nicht an, sonst verrate ich mich. Hier ist oben. Jetzt müsste der um die Ecke kommen. Yes. Warst du alleine? Sieht so aus bisher. Der hat eh nicht viel mit. Ich gehe da jetzt ganz schnell durch. Zack, zack. Und da kommt was. Ah, hinter mir. Ich habe es zu spät gecheckt. Also einen habe ich schon mal. Wenn ich den jetzt noch kriege, dann habe ich die Quest fertig. Ah, eine Sekunde. Er war eine Sekunde schneller als ich. So. Beschissener Spawn. Aber wenn wir jetzt noch einen kriegen... Ah. Ey, hallo? Ich war noch nicht fertig. Was stimmt denn nicht mit dir? Oh Gott, da sind von zwei Seiten. Einmal. Das ist ein Scav. Einen habe ich getroffen. Aber nicht gekillt. Wo ist der? Rechts ist auch noch irgendwer gewesen. Na komm raus. Der ist immer noch. Na komm noch mal raus.
gehe mal ein bisschen näher. Damit es auch die 25 Meter sind. Das ist noch ein anderer. Na, komm raus, bevor ich verblute. Oh Gott sei Dank. Tja, wieso? Wozu eigentlich Beine und Arme? Oh. Also so ein bisschen provisorisch hier zusammentackern und dann versuchen wir jetzt so schnell wie möglich rauszukommen. Das ist ein Skeff. Oh, das ist doch nett, dass du mir einen Rucksack mitgebracht hast und einen Rig. Finde ich nett von dir. Hier hat auch jemand getötet. Da kommt das Skeff wieder. Bleibt der jetzt dahinter stehen oder was? Noch eben das Bein retten. Okay, das war knapp. Der bewegt sich auch nicht aus der Ecke da raus, ne? Habe ich ihn jetzt? Ne, ich habe ihn nicht erhustet, aber ich habe jetzt keine Lust, an einem Skeff zu sterben. Ich möchte schon gerne die EP mitnehmen. Oh, ist er jetzt doch noch gestorben? Werde ich ja sehen. Jetzt nehmen wir noch eben die Jacken mit. Wegen Key und so. Ich stecke das mal sicherheitshalber auf. Ist auch gut für den Skill. Dann machen wir hier noch was rein. Irgendwas ist auf jeden Fall links von mir, das eine am Quatschen. Ja, komm. Passt schon so. Man hört auch gar nichts mehr. Vielleicht schaffe ich es ja noch, die Kisten mitzunehmen. Da kommt wieder links, hinter mir links quasi was. Hier rein. Der müsste jetzt hier in den Container stehen. Oder dahinter? Tja,
Jo. Kommt er jetzt auch wieder raus, oder? Ja, wo ist denn der? Okay. Mal lieber weg. Macht so undefinierbare Laute. Son of a. 820 knapp. Oh, Level 8. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann geben wir jetzt mal ganz schnell die Quest hier ab. Zack. Und. Ach ja, Level 3 brauchen wir jetzt. So, mal eben abgeholt. Und ja, ich überlege mir mal, was wir jetzt machen. Und wir sehen uns in der nächsten Runde. So, wir sind jetzt hier auf Reserve. Ich dachte mir, wir machen eine Loot-Questrunde. Denn ich habe vom Prepper eine Quest, wo ich in den Bunker muss und einmal ins Office rein. Und das lässt sich eigentlich ziemlich gut mit meinen Money Runs verbinden. Ja. Ich hoffe, das klappt dann auch so. Eben rechts gucken, ob die Toolbox gespawnt ist. Ich frage mich, ob die überhaupt noch spawnt. Ich habe die schon seit Ewigkeiten nicht mehr gehabt. Eigentlich seit dem letzten Wipe. Ein bisschen Food. Da drunter ist auch noch direkt eine Toolbox gespawnt. Erbsen, Duschonka, das ist die Daily. Mal gucken, ob wir die überhaupt schaffen. Müssen wir irgendwie dreimal Salz abgeben. Ja, komm. Nehmen wir erstmal mit. Da liegt noch was. Zweimal. Ich glaube, sind pro Stück 28.000. Kite, das brauchen wir gerade nicht. Was haben wir hier noch? Den Griff. Ich glaube, der ist ganz gut. Ich kann mir von denen nicht merken, welcher gut und welcher schlecht ist. Daher nehme ich in der Regel meistens jeden mit, den ich finde. Außer den Dreier, da weiß ich auf jeden Fall, dass der jetzt nichts Besonderes ist. Weil man den ja für die Gunsmith braucht. Oder was heißt nichts Besonderes, sondern nichts Wertvolles. Dann nehmen wir. Passt die überhaupt da drauf? Nee. Dafür ist die nicht gemoddet für einen Pistol Grip. Da haben wir noch eine Tasche. Was haben wir hier noch? Ja, das können wir wieder wegschmeißen. Damit kann ich eigentlich nichts anfangen. Also ich persönlich kann damit nichts anfangen. So. Ich glaube, das war's. Man sieht nicht viel, aber von dem, was ich sehe. Irgendwie ist es ziemlich ruhig hier unten. Also ich höre immer oben nur
Schüsse, aber hier. Vielleicht haben wir ja Glück, ne? Ist auch kein Skeff zu hören. So, standardmäßig Türe zu. Falls ich mal irgendjemanden überhöre, dann höre ich wenigstens die Türe. Was haben wir hier? Nö. Hier war doch noch irgendwo dieses Granatenkisten-Ding. Genau das. Genau das. Ja, nicht schlecht. Gehen wir eben Licht anmachen. Erstens fürs Gefühl. Und vielleicht kommen wir noch ein paar Raider. So, das haben wir jetzt auch erledigt. Ich glaube, das war's, ne? Ist nur noch extracten. Schrauben. Nochmal Schrauben. Nochmal Salz. Jetzt brauchen wir noch einmal Salz. So ein paar Kies wäre noch ganz schön. Weil uns fehlen noch einige. Okay, der Pass bringt gut Geld. Und was haben wir jetzt? Okay. Nehmen wir jetzt hier noch den letzten Aktenschrank mit. Ein Key, cool. Der ist für, keine Ahnung. Für hier leider nicht. Das wäre jetzt praktisch gewesen. Ich weiß gerade nicht, wo der hier auf Reserve die Tür aufmacht. Muss ich erstmal nachgucken. So, letzte. Okay, die Tür geht gar nicht auf. Ich habe gar kein Messer ausgerüstet. Ich habe keine Lust, da reinzuschießen. Das wäre so übel laut. Dann weiß sie ja, dass ich hier bin. Muss jetzt nicht. D2 ist noch keiner. Gutes Zeichen. Krass, dass hier einfach keiner ist, ne? Richtig ungewöhnlich. Das Wasser nehmen wir mit. Das ist gut, was auf dem Affiliate-Markt wert. Und so, was haben wir hier noch für Muni liegen? PSGS. Das nehmen wir mit. Die Schrauben nehmen wir auch mit. Ja, genau. Wenn ich die einpacke, dann geht hier gar nichts mehr. Ja, verrückt, dass ich einfach hier keinen Besuch gekriegt habe. Dann gehen wir mal runter. Und gucken, was wir da noch an Loot finden. Da ist auch noch zu. So, nur gucken, dass hier keiner eine Ecke abkämmt. Hier ist irgendwie nichts gespawnt. Oder es war tatsächlich schon jemand hier? Die Toolbox ignorieren wir jetzt erstmal.
stopfen eh die Taschen voll. Tja, tatsächlich keiner hier. Da haben die Leute wohl heute keinen Bock auf Bunker. Die Katze. Packen wir die denn jetzt rein? So. Geh noch eben durch die Aktenschränke. Duct Tape. Isotape. Zünder nehmen wir auch erstmal mit. Dann noch ein paar Nuts. Das machen wir weg. Das Kite können wir zur Not herstellen. Macht zum Leveln eh mehr Sinn. Hier ist ein Schlüssel. Ja. Keine Ahnung. Nehmen wir erstmal mit. Auch wenn er jetzt im Zweifel nichts an Wert hat. Aber lieber so, als wenn ich dann einen teuren Schlüssel wegwerfe. Ja, alles klar. Keine Toolbox. Ist ein bisschen mau heute, wa? Okay. Bist du jetzt da drüber gestolpert oder was? Erstmal schön. Die Beine gebrochen, ich glaub's nicht. Ja, da kann man sich schon mal bei die Beine brechen, ja, das ist richtig. Weiter im Text. Ein bisschen haben wir noch. Das ist für die Quest. Boah, was schmeißen wir weg? Oh. Wird schon so passen. Also, ja, so High-Loot war jetzt hier echt gar nichts, ne? Bisschen traurig. Naja, man kann ja nicht immer Glück haben, ne? Da war ein Relais, aber das brauchen wir jetzt nicht. Jetzt nur aufpassen, nicht, dass er doch irgendwie unten, hier unten einer hockt. Ich gehe jetzt erstmal durch, mach die Türe auf und komme jetzt gleich nochmal zurück. Können wir uns ein bisschen Zeit sparen. Auch nur Zigaretten wieder. Fühlt sich total komisch an, als wäre hier schon einer looten gewesen. Keine Ahnung. Ja, 1300 für einen Money Run, wo wir noch nicht mal einen mitgekillt haben, ist gar nicht mal so schlecht. Ja. Dann geben wir mal die Quest ab. Ich glaube, die nächste müsste das sein, wo wir den kompletten Bunker abrennen müssen.
Ich hasse diese Quest. Ich vergesse immer irgendeinen. Mega nervig. Naja, wir machen auf jeden Fall als nächstes Shoreline. Dann gehen wir einmal die Satelliten abrennen. Ja, und ich muss auch einmal das Daily extracten. Ja, Shoreline und seine Lauferei, wenn man auf der anderen Seite der Map gespawnt ist. Aber zumindest sind wir gleich bei dem ersten Satelliten. Ey. Das habe ich gehört. Mal eben Painkiller. Ja. War es das jetzt oder? Also ich weiß jetzt nicht, ob er noch hierher kommt, aber ich verstecke mich mal so ein bisschen zwischen den Steinen. Vielleicht haben wir ja Glück. Komm, lass mich hoch. Ich weiß, dass es da hoch geht. Also da hinten sieht man nichts. Gehen wir noch ein bisschen mehr hoch. Okay, weiter geht eh nicht. Tja. Man sieht und hört nichts. Doch, da ist was. Ich höre Steps. Ja, ich weiß, das war fies. Aber so ist das. Tick, 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 tick. Scheint alleine gewesen zu sein. Noch mal gucken. Nicht, dass der irgendwo im Busch hockt. Ja, der war wohl tatsächlich alleine. Ups. Ich dachte, ich wäre in der Hocke. Ich denke, das ist safe. Nehmen wir auf jeden Fall seine Magazine mit. Und ja, machen wir so, ne? Kann ich meinen Rucksack gleich irgendwo wegschmeißen? Wir müssen ja ein bisschen aufs Geld achten. Ich habe noch nicht mal eine Million auf dem Konto. Ja, die letzten Runs waren ziemlich teuer. Die Factory Runs. Hat das Stocktech? Nicht, dass ich das sehentlich wegschmeiße. Ach, das geht leider nicht da rein. Stimmt. Ist ein Scav da? Oder ein Spieler? Gerade hier keiner zu sehen. Doch, das sind Steps. Wie lucky, dass er da stand. Ich habe einfach auf Verdacht losgeschossen. Mal eben gucken, ob der alleine war. Okay, ist keiner.
So, die Shotgun möchte ich gerne mitnehmen. Dann, ja, ist nichts Besonderes. Holen wir hier mal eben die Munition raus. Nehmen die Pumpgun mit. Oh, sogar Flechette. Also wenn er mich getroffen hätte, dann wäre ich, glaube ich, down gewesen. Tun wir zumindest ein DocTech safen. Ich meine, wird wahrscheinlich eh nichts bringen. Aber wenn ich sterbe, die müssen ja vorne ein Raid sein für Skier. Sagen, das falsche Magazin geladen. Ich weiß halt nicht, ob in allen jetzt PS drin ist. Das Risiko will ich nicht eingehen. Ja, da ist schon mal PS drin. Nicht PS, sondern SP. Die kann jetzt weg. Ja, das ist diese blöde Muni, wo du nicht durch die Rüstungen durchkommst. Oh, kannst du noch eben nachladen? Perfekt. Ich guck nur eben, ob der hier wirklich alles looten war. Das sieht ein bisschen wenig aus. Ja, die wird bestimmt leer sein. Da hat er bestimmt die Halsketten her. Was könnte denn zu dem PC passen? Ja, hier war der, glaube ich, auch schon dran. Ich gehe da jetzt einmal durch. Ah, okay. Ups. Ups. Noch keiner hier. Ich glaube, der ist noch nicht fertig geworden, weil er mich gehört hat. Weil, als ich durch das Fenster geguckt habe, stand er nämlich noch nicht da unten. Ich denke, der hat dann auf mich gewartet. Nimm erstmal alles mit. Das sind auch 12k. Und ja. Ja, ich liebe diese Kisten. Da sind immer so coole Sachen drin, ne? Okay, diesmal leider nicht. Ja, diesmal haben wir kein Glück. Okay, abgeschlossen. Dann gehen wir mal zum Resort. Ich nehme mal sicherheitshalber noch einen Painkiller. Ey. Schießt der ernsthaft vom E-Werk hier hin?
war das denn? Das hat sich aber komisch angehört. Ist da unten jemand? Jetzt ist wieder ruhig. Schauen wir mal eben, ob da irgendwo ein Skeff ist. Da hinten ist einer. Oh, keine Ahnung, ob ich den treffe. So vielleicht. Nee. Das war nix. Der kommt auch nicht mehr wieder. Es ist gerade echt ruhig. Wir könnten tatsächlich Glück haben. Ja, Mist, ich habe nur auf die rechte Seite geachtet. Ich habe da nicht mit gerechnet, dass da noch jemand ist. Ja, schade, das hätte so schön sein können. Wir hätten nur noch den Satelliten gebraucht und ja, wir wären mit 2 PMC-Kills rausgegangen, ne? Ja, BP, okay. Ja, dann versuchen wir nochmal unser Glück. Wir sind wieder am Arsch der Welt gespawnt. Das ist echt toll. Das ist doch hier Lighthouse, oder nicht? Ja, hier ist der Sumpf. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall gleich irgendeinen bequemen Busch suchen und die Dehydrationsquest noch vom Jäger machen. Ja, da gebe ich mir gleich erstmal ein Glas Mayo und hock da jetzt erstmal 5 Minuten. Ja, ich weiß, es ist jetzt halt ein bisschen risky, ne? Kann ja natürlich sein, dass wir noch sterben. Aber wer weiß das schon, ne? Was wir haben, das haben wir. Ja, gib ihm. Tja, dann bis in 5 Minuten. Ja, Quest haben wir abgeschlossen. Dann gönnen wir den Guten mal wieder ein bisschen Wasser. Heil den dann natürlich dann noch hoch. Und dann geht's auf Richtung Resort. Okay, wir brauchen einmal einen Painkiller. Gehen wir schon mal in die Richtung. Oh. Ein Skiff. Wo soll denn jetzt hin? Ich sehe deinen Arm. Ich wollte doch sagen, ey. Ich hätte den Kopf doch schon längst treffen müssen. Ah, ne Totz. Hat sich so komisch schwer angehört, das Ding.
So. Den haben wir schon mal. Ihr müsst ja auf jeden Fall gleich noch den Waffenkoffer mit auf der anderen Seite. Und ich überlege reinzugehen. Weil ich habe hier ein bisschen zu wenig Heilung mitgenommen. Hier ist jetzt auch nichts Besonderes drin. Ist hier auch noch was gespawnt? Leider nicht. Ja, dann müssen wir halt doch reingehen. Ah, jetzt. Gerade sagen, wann springt denn der Sound um? Aber relativ ruhig. Ja, es wird schon dunkel. So ein Mist. Ich will ein bisschen Gas geben. Ich hoffe so sehr, dass diese Räume noch nicht gelootet sind. Weil wenn ich wirklich gleich in einen Fight kommen sollte, dann habe ich eine richtige A-Karte. Hier ist ein PC. Hier ist auch nichts. Okay, hier war ich schon. Das sieht wirklich schlecht aus. Hier ist ja wirklich gar nichts. Ich lasse mal die Tür zu und gehe hinten wieder durch die Tür raus, wo wir reingekommen sind. Sicherheitshalber. Hier haben wir wenigstens noch eine Wand dazwischen. Gibt's doch nicht. Da hockt doch einer. Hi. Gut, der Arm ist wenigstens noch dran. Ein CMS habe ich nicht dabei. Nehmen wir hier die Türe auf. Als Schutz. Granate. Da noch eine? Okay, kommt auch nicht. Man hört auch echt gar nichts gerade, ne? Da einfach null Sounds, ne? Riskier's mal eben und heil mich. Ja, der ist einfach komplett abgehauen. Da
er wahrscheinlich eine Quest gemacht, sonst wäre er nicht abgehauen. Wow. Immerhin eine Bandage, ne? Geht die hier noch auf? Aber der hat mir schon ordentlich auf die Rüstung gehauen, ne? Und noch den letzten Schluck Wasser. Hier ist noch eine Tasche. Ah, sehr gut, da können wir uns mal ein bisschen hydrieren. Ach, hier war ich schon. Also die Schüsse sind bisher nur außerhalb. Die ist auch zu. Daher werde ich jetzt erstmal nicht rausgehen. Muss eher auf die andere Seite. Denn ich muss ja eh Road to Customs raus. So heißt das da, glaube ich. So können wir noch ein bisschen was mitnehmen. Das ist auch zu. Da läuft was. Da. Da ist einer. Aber der macht die Quest. Wahrscheinlich, wo er dieses Signal setzen muss. Da brauchen wir mal ein bisschen, bis das gesetzt ist. Kommt er da jetzt noch raus, oder? Oder habe ich ihn schon verpasst? Keine Ahnung, vielleicht habe ich ihn verpasst. Ach nee. Juckt ihn irgendwie gar nicht. Der hat keine Lust auf den Fight. Oder war das der von gerade eben? Du hockst doch bestimmt jetzt irgendwo in den Büschen. Ich habe leider keine Granate mit. Da ist er wieder. Ja, so Mist. Egal. Er hat keine Lust und ich treffe ihn nicht. Dann lassen wir das auch sein. Dann gehen wir mal ab zum Exit. Ja, was mir noch so auf dem Weg eingefallen ist, ich sollte vielleicht den zweiten Satelliten auch wieder mitnehmen. Den verliert man ja natürlich, wenn man stirbt. Ist da noch jemand? Okay, ist keiner da. Boah. Kommt der denn auf einmal her?
Ja, geschieht dir recht, wenn du ohne Sounds rauskommst. Gut, dass der Voice von sich gegeben hat. Den hat man ja gar nicht gehört. OMP. So, warst du ein Skeff-Spieler? Oder ein reiner Skeff? Sieht so aus, als wäre es nur mal ein Skeff. Wieder SP. Ja, guck mal, den Cowboy-Hut nehmen wir noch mit. Die brauchen wir ja noch für die Rackman-Quest bald. Dürfen wir jetzt auch nicht mehr so lange für brauchen. Oh, hier war schon jemand. Safe ist leer. PC ist leer. Gucken, ob er so motiviert war und die Aktenschränke noch durchgeguckt hat. Ja, da war jemand motiviert. Ja. Extracten muss ich noch. Boah, wird Zeit, dass wir gehen. Jetzt wird es langsam richtig dunkel. Ich sehe leider nicht, ob da ein paar Skeffs sind. Doch, da sind Steps. Frage, Skeff oder PMC den extracten möchte. Alles klar. Die Frage hat sich erübrigt. Interessant, dass sie dich auch wieder durch den Busch sehen, ne? Den einen habe ich. So, nur gucken, wo der andere steckt. Au! Boah. Der hat gesessen, ey. Okay, jetzt haben wir ihn. Nur eben den Kopf heilen. Und raus. Können wir von dir noch was mitnehmen? Das packen wir auch noch hier rein. Dann gehen wir raus. Ja. Ja, sicher doch. Das gönne ich dir nicht. Boah, die war knapp. Ja, schöne EP. Sind wir kurz vor Level 18. So, dann geben wir mal eben die Quest ab. Ah, es sind sogar zwei Quests. Ach ja, genau, das Dehydrieren. So, hier können wir schon mal gut was abgeben. So, dann holen wir das auch mal eben ab. So, jetzt noch den Jäger. Ich weiß auch gar nicht mehr, was wir danach kriegen. Ach, die. Ja gut, die machen wir halt so nebenbei. Da brauchen wir uns jetzt nicht so drauf fixieren. Okay. Dann geben wir noch eben das Morphin ab, was ich im Halt dort hergestellt habe. Ja, es war auf jeden Fall schön, dass ihr wieder dabei wart. Danke für euren Support.
und bis zum nächsten Video.